Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Origins mit mir, der Emmy. Und oh, wir haben da Loot verloren, vergessen. Oder ist es wieder abgestürzt? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Hä? Hat hier nicht gerade noch was geleuchtet? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Ist es nun abgestürzt? Oder ist es es nicht? Das ist so... Aber wir waren auf jeden Fall in der Halle, waren wir fertig. Das heißt, wir müssen weitergehen. Wenn es nicht abgestürzt ist, dann sind wir ja hier richtig. Es war, glaube ich, hier mitten im Kampf, ne? Ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Doch nicht, hier waren wir noch nicht. Das ist ja eklig. Wer hat da gesprochen? Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ja, ist es. Es sind die tiefen Wege, Leute. Und dann die Kämpfe da drin auch noch. Deswegen ist das so häufig am Ab. Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Okay. Am fünften Tag kehren sie zurück. Und das nächste Mädchen ist an der Reihe. Am sechsten Tag hören wir in unseren Träumen ihre Schreie. Oh Gott. Am siebten Tag wuchs sie, denn sie hatten ihr in den Mund gespuckt. Was? Muss ich hier noch gar nicht lang? Wir gehen jetzt trotzdem hier. Hier ist irgendwas zu holen. Oh nee, nicht schon wieder so viele Spinnies. Was ist denn jetzt hier mit meinem... So, Genlock Gesandter. Und Genlock Gesandter. Moment. Der muss was essen. Was essen? Wundumschlag. Mein Gott. So, hier ist nichts. Oh, die kommen schon gut klar, die Leute. Oh, einer ist schon tot, aber die kommen ja schon gut klar, ne? So, pass mal auf, mein Freund. Du machst jetzt hier mal nix. Das tat wirklich weh. Au. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ja, bitte. Du bist aufgestiegen. Also ich bin aufgestiegen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich nehmen soll. Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft. Willenskraft wäre halt eben noch, ne? Wir gehen jetzt auf Willenskraft. Und ein bisschen Magie. Weiter. Wir müssen auch mal hier wieder fragen, diesen Magier. Ja, müssen wir auch noch mal. Aber wir haben ja hier eine Sache... genau, wir nehmen jetzt die Massenlähmung und danach konzentrieren wir uns darauf, das zermalmende Gefängnis. Das, was wir als Geist hatten, in dem Nichts, wo wir waren, vom Turm aus. Ne? Also die Massenlähmung nehmen wir jetzt. Und da ist sie auch. Ich musste das hier unten eigentlich mal sortieren, aber ja. Jetzt speichern wir das, damit auch nichts verloren geht. Und ja, gehen wir wieder. Dunklen Wege sind's. Ich sag's euch, die dunklen Wege sind's. Da müssen wir bald raus. Hoffe ich mal, dass das auch geht. So, wir müssen jetzt hier weiter, ne? War doch was. Am achten Tag wuchs unser Hass, denn sie wurde geschändet. Am neunten Tag grinste sie und fraß ihresgleichen. Achso, hier gehen wir gleich wieder raus, glaube ich, ne? Über diese Brücke. Oder? Ich mache mal einen richtigen Speicherstand. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Wieder mal. So. Jetzt heißt es für sie fressen und morden, denn sie selbst ist zur Bestie geworden. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen.
Am zweiten Tag schlagen sie uns und fressen einige von uns. Am dritten Tag nagen sie weiter an den Männern. Lecker. Am vierten Tag warten wir und fürchten unser Schicksal. Oh Gott. Was ist das? Ein Mensch? Langweilig und unwahrscheinlich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich quäle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Sie genau untersuchen. Sie scheint hohes Fieber zu haben. Ihre Haut ist bleich und voller dunkler Flecken. Am ersten Tag kommen sie und nehmen alle gefangen. Ist das Verderbtheit durch die dunkle Brut? Es sieht so anders aus. Verderbtheit? Das waren die Männer. Ihre Wunden eiterten, ihr Verstand löste sich auf. Sie sind wie Hunde, marschierten voran, starben als Erste. Nicht wir, nicht ich, nicht Laren. Wir wurden nicht verwundet, wir wurden gemästet. Mit Freunden und Fleisch und Blut und ich konnte mir nur wünschen, dass sie Laren zuerst nahm. Ich wünschte es mir, damit ich verschont blieb. Aber ich musste zusehen, bei der Veränderung zusehen. Wie erträgt man das? Wie ertrug Branka das? Gehört ihr zu Brankas Haus? Nicht von Branka reden. Was sie getan hat, mögen die Ahnen uns schützen und mir vergeben. Ich war ihr Hauptmann und habe sie nicht aufgehalten. Ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben? Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist. Was hat sie getan, Hespis? Hespis. Was hat Branka getan? Ich werde nicht von ihr reden. Von dem, was sie getan hat oder was aus uns geworden ist. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Laren. Nicht zu Branka. Ach Gott, die Arme. Die muss echt Schlimmes gesehen haben. Da ist sie lang gelaufen. Müssen wir da überhaupt her? Ja, müssen wir. Boah, das sieht so eklig aus hier, ne? Das ist so... So, sie ist da lang... Hä, ist sie nicht hier lang gelaufen? Sie ist doch hier lang... Hier rumgegangen, oder? Naja, Naja, was soll's. Sie war besessen. So lautet das Wort, doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Nur noch der Amboss. Ja. Ja. Massenlähmung. Ach so. Oh, die Massenlähmung dauert. Und trifft noch nicht mal. Super. Nee. Oh, ist egal. So, und der wird jetzt... Schwäche wollte ich ihm eigentlich geben. Also, das braucht seine Zeit. Und auch seine Abklingzeit. Alles klar. Da geht es irgendwo weiter. Da ginge es rein. Aber hier ist noch was. Aber wir sind schon ein bisschen was gekommen, ne? So ein bisschen weit gekommen. Belastungsgrenze erreicht.
Diese Masse hat einen Effekt, sagt er. Solange wir wieder rauskommen, denke ich, in diesem Leben hätte ich ihn hinzufügen sollen. Gibt uns Zeit zum Reden, sagte er. Warum heißt ein Zwerg Schäfer? Du kannst nicht mal. Nein, wirklich, denn bla bla bla. Ja, das könnt ihr euch dann noch weiter. Das ist mir zu blöd zu lesen. Was ist denn hier unten? Okay, gehen wir zuerst da rein und dann da lang? Ich denke schon. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Sie nahmen uns ab. Ich glaube, wir gucken jetzt erstmal in diesen hier. Weil sie hat angefangen zu reden, als wir in dem anderen waren, ne? Und hier ist ja zugeschlossen. Kannst du das öffnen? Nein, dafür braucht man einen Schlüssel, also okay. Den habe ich ja noch gar nicht. Also müssen wir da hinten lang. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen wollen, was da jetzt kommen wird. Hallo? Onama, ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Kann man, die werden gleich 100 Pro mit uns kämpfen. Das ist Relikt. Aber selbstverständlich. Legionsschlüssel. Kaste der Toten. Ist natürlich jetzt wieder. Das hatten wir ja alles. Sammle den Schlüssel. Die werden uns jetzt gleich, aber ich will das Relikt. Stopp. Erstmal den Kodex. Der Schatten des tauben Gesteins. Der Stein hat einen Willen, der uns umgibt und leitet, selbst wenn wir uns bewusst davor verschließen. Aber er ist nicht rein. Dem Stein wohnt seit jeher eine Verdorbenheit inne. Damit die Zwerge erfolgreich sein können, muss das taube Gestein, der überflüssige und instabile Fels, weggebrochen werden. Aber wie der Stein selbst, hat auch das taube Gestein einen Einfluss. Jeder von uns muss seine schlimmsten Eigenschaften aus sich herausbrechen. Denn die Legion der Toten trägt eine einzigartige Verantwortung und nur der reine Legionär kann dem tauben Gestein begegnen und die dunkle Brut bekämpfen, die den rohen Stein umgibt, so wie er uns umgibt, und wir müssen ihn beschützen hier, wo das Licht auf die Finsternis trifft. Inschrift der Legion der Toten undatiert. So, kämpfen wir. Pass mal auf, die kommen ja jetzt zu uns. Dann würde ich bitten, das Ganze, das hier in diese Richtung. Machen wir. So, er kriegt jetzt die Bombe. Und dann noch... Ach so, die Bombe hilft ja überhaupt nichts. Noch hin. Der Geistschlag nützt ja niemandem hier was, ne? Doch. Waren das alle? Oder kommt da noch was? Kann ich das Relikt jetzt hier nicht mehr? Oder das war nur ein Kodex-Eintrag, ne? Ja, aber sonst war hier nichts mehr. Hä? Ach, das ist der Schlüssel, den wir für die Mitte brauchen, mein Gott. Guten Morgen, Emmy. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frau berühren, verformen, verändern, bis in ihr nur noch...
Gut, speichern. Fleischiger Sack. Schon gut, schon gut. Willst du unsere Freunde essen? Ihrem Ehemann das Gesicht abziehen? Es ist ein, das sofort zu erledigen. Ich kann nicht reden, ich bin gerade aufgeregt. Da ist wieder das. Bitteschön. Gibt aber Erfahrungspunkte. Das sieht hier schleimig aus. Okay, es wird gespeichert. Einer toten Kaste in Siedmen. Wurde grau und roch dann so wie sie. Sie haben sie zu ihresgleichen gemacht. Und dann machte sie mehr von ihnen. Brutmutter. Brutmutter. Oh. Oh. Okay, die ist auch so ziemlich komisch. Das ist eklig. So, die mache ich jetzt trotzdem. Die Tentakeln, aber einer muss sich doch auch um das Dingen da kümmern. Erstmal, keine Ahnung. Okay. So, diese Tentakel, die wird jetzt erstmal... Oh shit. Warte. Nein, das können wir jetzt nicht machen. Jetzt hat er Augen. Na toll. Schon zwei tot? Oh, das wird härter als ich dachte. Du machst jetzt erstmal Wundheilung. Sie werden gar nicht wissen. Ist auch wieder so widerstanden. Okay, das hätten wir. So, das hätten wir schon mal. Die widersteht das Ganze. Oh, ich glaube, das mag sie nicht. Jetzt kommen Hörlocks. Ah, so ein Shit. Komm mal zu mir. Genau, ich kümmere mich um die Brutmutter selbst irgendwie. Okay. Es ist ziemlich scheiße. Was nehme ich? Warte.
ist das Erste, was du tust. Okay, die brennen alle. So, was ist mit ihr? Ich muss nochmal das machen. Nein, jetzt bin ich... Befreiung. Ich kenne mich ja hier überhaupt nicht aus. Nee, Moment, der soll den hier erstmal töten. Sturmangriff. Okay, jetzt den da. Ja, eigentlich eher deiner. Du machst das nämlich alles ziemlich allein gerade. Du musst angreifen, egal was passiert. Okay. Mann! Wie ich das so mit ihm alleine mache? Ich habe noch nie mit Alyssa gekämpft. Mir reicht's jetzt mit dir, so ein Scheiß. Nein, nicht so lange. Ja, müssen wir das Ganze nochmal machen. Och Mann! Meine Reise endet nicht. Okay, okay. Leute, ich muss mehr auf die anderen achten. Wir dürfen nicht alles so wild durcheinander machen. Wir müssen das irgendwie... Keine Ahnung. Okay. Soll ich das wegklicken? So. So, ihr müsst jetzt... Okay, können wir alle mal ganz kurz nur auf die hier, du machst hier tatsächlich diesen Sturmangriff, du gehst auf sie mit, keine Ahnung, zweihändiger Streich und du machst da jetzt wirklich hier den Wirbelscheiß und ich geb dir, das, bei der hilft ja nichts. Wie viel hat sie? Ja, ein bisschen was haben wir schon weg, ne? Du kannst immer noch auf sie mit mächtige Schwünge. Du kannst auf sie mit gar nichts zur Zeit. Dann nehmen wir das. Und du solltest eigentlich auch nochmal auf sie. Und zwar machen wir den Zwei-Waffen-Streich. So. Ich habe jetzt gleich die Möglichkeit nochmal zu frieren. Genau, so, sehr schön. Kann ich den eigentlich? Geht ja.
Oh Gott. Ah, mein Fuß juckt. Einen Moment. So ein Scheiß mit drin. Ah, so ein Mist. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ogryn, einmal bitte das, bevor du die mächtigen Schwünge machst. Du sollst dich eigentlich um die da kümmern. Kannst du auch so machen. Du kümmerst dich auch um die und machst hier Momentum, was auch immer ein Momentum ist. So, und ich, was mache ich? Ich warte einfach ab. Ah, toll, jetzt hat die mich hier, oder uns. Na komm, na komm. Oh ja, du machst das. Das ist richtig. Das ist toll. So, Ogryn hat hier auch mächtige Probleme, obwohl... Ach, das geht eigentlich. Das geht. So. Muss aufpassen, sobald die jemanden... Hallo, die Waldfee, ich sag's euch. Es ist nicht einfach. Oh, ich kann hier wieder. Der Kampf ist was? Wie das so immer das sich anhört, ne? Wie so ein Furz. So, Liliana. Die Brutmutter. Du machst wieder den Wirbelwind. Du und du, ihr müsst heilen. Ich mache jetzt erstmal das. Und mache dann das. Dann machen wir hier nochmal eben. Genau. Genau, genau. Und jetzt gibt alles. Leute, gebt alles. Hier, was kannst du machen? Überwinden. So, hier. Doppelschlag. Keine Ahnung, macht halt irgendwas. Ich muss warten mit der Faust, weil nur so kann ich die... Was? Kann ich... Was? Komm, mach sie fertig. Oh, wir haben sie doch gleich. Nein, das sind Kriecher. Das sind Kriecher. Okay, dann machen wir das eben so. Okay. Ja, jetzt sind hier zumindest alle drin. So, Ogryn muss mal eben was nehmen. Das überhaupt Effekte? Wir müssen ja eigentlich nur die Brutmutter platt machen, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du auch, du auch. Und weiter geht's. Yeah! Boah, krass! Ah,
Achso, das waren noch, da waren noch Gegner. Daher kommen sie. Darum hassen sie uns. Darum brauchen sie uns. Deshalb nehmen sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass jemand das zugelassen hat. Ranka, meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. Oha. An Verrat. Krass, das war mal etwas. Es war mal etwas. Okay. Ring der Selektion Naturschaden. Okay, ich habe keinen Platz, oder? Doch, habe ich wohl. Aber die Tiere sehen hier schon nicht mehr, wieder mal nicht mehr gesund aus. So, wir haben jetzt hier. Ja, wir haben jetzt hier Wege. Warum haben wir hier Wege? Ne, da kamen wir her, oder? Ja, da kamen wir her. Weil eigentlich dürfte es so weite Wege jetzt hier eigentlich nicht mehr geben. Das ist hier nur so. Kommen wir eh nicht lang. Und hier ist... Ich komme einmal rum. Echt jetzt? Nö. Kann man nicht. So. Dann gehen wir jetzt da durch, wo uns das hier angezeigt wurde. Aber das ist krass, oder? Nee, Moment. Hier wird es irgendwo angezeigt. Da. Speichern wir aber lieber nochmal. Ja, krass, oder? Was sagt ihr dazu? Amboss der Leere. Okay. Okay. Mussten wir eigentlich nochmal nach irgendwem zu den anderen? So, hier ist noch nicht viel freigeschaltet. Jetzt müssen wir uns tatsächlich erstmal vorwärts bewegen. Diesen Teil kennt. Wenn Ranka irgendwo ist, dann hier. Okay. Und sie ist bestimmt vorbereitet. Ja. Da steht schon jemand. Was war das? Ich will ganz offen sein. Meine Toleranz für sozialen Status ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das nicht. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf. Branka? Beim Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogren, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. Mein Gott. Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogrens Bierfahne ertragen kann? So ein bisschen beides. Respekt, Frau. Du redest mit einem grauen Wächter. Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Junge? Schlimmes passiert. Ist Andren tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Ja, Orsama braucht einen neuen König, um sich gegen eine Verderbnis zu verteidigen. Ein König besiegt keine Verderbnis. Wir hatten 40 Generationen lang Könige und haben trotzdem alles verloren. Ich sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen. Weil unser Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Klingt, als könnte die Hilfe gebrauchen. Und ihr glaubt, ihr könnt nach all meinen Anstrengungen einfach hereinstürmen und den Amboss einfach so in Besitz nehmen? Typisch diese Arroganz. Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Carradin selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik, das ist alles vergänglich.
Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Einschließlich Hespes und den anderen eures Hauses? Genug der Fragen. Wenn ich bei dieser idiotischen Wahl aktiv werden soll, muss ich zunächst den Amboss haben. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Caradins Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon. Aber was für einer. Ich habe mir die heldenhafter vorgestellt. Aber gut. Aber gut. Wir sollen jetzt nur noch, also da lang können wir nicht mehr. Da gibt es anscheinend oder auch nichts. Da hoch können wir sowieso wahrscheinlich nicht, ne? Scheich mal. Nein. Das heißt, wir können nur hier lang. Und ich glaube, sie schickt uns jetzt durch, wie gesagt, Fallen. Wie die aussehen, werden wir gleich sehen, denke ich mal. Und am eigenen Leib auch erfahren. Ich brauchte freiwillig Gipfel Caradins Fallen. Versuch und Irrtum, anders geht es nicht. Ich habe sie hineingeschickt. Sie waren alle mein, eingeschworen auf mein Haus. Und wollten mir nicht helfen. Sie versuchten mich zu verlassen. Selbst meine Hespeth. Aber selbst sie konnte nicht verstehen, dass das Streben nach Größe Opfer verlangt. Und zwar so viele, wie eben nötig sind. Okay, ich möchte das aber noch nicht anbeginnen. Wir müssen dann kämpfen, Leute. Das weiß ich schon. Wir müssen dann gegen sehr viele Wellen kämpfen. Glaube ich. Irgendwie. Ja, jedenfalls, das will ich dann definitiv in der nächsten Folge machen, wo wir dann auch endlich den Amboss der Leere finden und blablabla und dann auch wieder zurück können. Muss ich natürlich noch gucken. Irgendwelche, das können wir ja mal ruhig machen. Im Moment, tiefen Wege sind hier nicht ein Ohrsamer. Hoffnung einer Mutter, kehre zu Filda zurück. Kostbare Metalle, liefere Ruge, ja, Zirkel der Magie. Den Dieb haben wir schon. Kehre mit den Unterlagen zu Orte zurück, haben wir auch schon. Der Schlüssel zur Stadt. Dein erhöhtes Verständnis für die Gesellschaft Osamas hat ein Lager für Diplomaten offenbart, das den Vertretern der Versammlung offen steht. Das weiß ich gerade mal nicht. Na egal. Überwinde die Fallen im Amboss. Paragon, finde Paragon Branka für Lord Hermond. Das haben wir ja gerade. Oder machen wir gerade. Du hast alle Bruchstücke des Schwertes des Oberflächen gefunden. Vielleicht findet er Frieden, wenn du sie zu seinem Leichnam zurückbringst. Seine letzte Ruhestätte befindet sich in den Höhlen östlich des Ortanteigs. Genau, da müssen wir nochmal zurückreisen. Für die Herkunft des Hauses, wo das gefunden wird, könnte das dazu führen, dass die Legion der Toten als eine Art eigenständiges Adelshaus anerkannt wird. Damit die Gültigkeit dieses Anspruchs geprüft werden kann, muss das Symbol in die Erinnerung der Halle der Bewahrung eingetragen werden. Genau. Und das machen wir. Aber in der nächsten Folge alles. Und ich hoffe, dass wir das, dass das die Aufnahme mitmacht. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.